Ha, kennt ihr das? Ihr arbeitet zu einer Baustelle mit eurer Schaufel und dann teert ihr die einfach zu. Und dann ist die Schaufel in der Straße drin. Ja, vielen Dank. Ich habe das am Berliner Flughafen gesehen, dass sie so Cent- und Euro-Münzen einfach in den Boden eingraviert haben. Und ich glaube, es ist genauso passiert. Die haben das nicht absichtlich gemacht. Denen ist das einfach runtergefallen und hat einer gesagt, gut, ich mach mein Mama drauf. Let's go, Alter. Und damit herzlich willkommen. Wir schauen uns heute One Job auf Twitter an. Warum Twitter? Weil der CEO von Reddit auch ein Arschloch ist. Also können wir auch Twitter benutzen. Gibt sich da nicht viel. Wie passiert denn das? Das ist ja nicht mal eine zugeteerte, hat ja jemand gesagt, hier, meine 2 Meter lange, 3 Tonnen schwere Betonplatte über so einen Pylon gegossen. Das gießt du doch. Und das siehst du vorher vom Gießen. Vielleicht war das ein kleiner Gartenzwerg oder so, der da gelebt hat. Bilbo Beutlin oder so mit seinem Hut. Gandalf mit dem Zauberhut war da. Ja gut, der liegt da jetzt. Einfach drüber. Das ist krass. Das ist Thumbnail-Material, meine Damen und Herren. Und ihr fragt euch, wie es mir geht, wenn ich hier aufnehme. Naja, ich sag's mal so. War schon mal besser in meinem Leben. Aber das habe ich noch nicht gemacht. Deswegen geht's mir besser. Who else read this as a threatening Yoda? Me marry you will. Me marry you will. Will you marry me? Es ist ein bisschen süß, aber ich weiß nicht. Ist er jetzt auf der dunklen Seite der Macht? Ist er auf der guten Seite? Ist er ein Skywalker? Hat er einfach irgendwelche Fähigkeiten und keiner weiß warum? Und kann aber mal 200 Steine bändigen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Seitdem Disney Star Wars gekauft hat, passieren einfach random Dinge. Oh, wir sind auf Cantobite. Wir spielen jetzt Casino. Why? First name. Alan must number be. Name? Alan. Muss eine Zahl sein. Bei Ghost Blade Runner heißt das. Ja, Ghost Runner. Blade Runner. Was hat mein Hirn da gemacht? Da brauche ich noch ein bisschen Zauberwasser, Leute. Entschuldigung, da ist ein bisschen Stein drin. Actually ist das da auch schon eine Weile drin. Da sind wahrscheinlich Bakterien drin. Und ein bisschen hat sich abgelöst und ich habe gerade Amethyst getrunken. Naja! Ja, wir sind doch hier nicht bei Blade Runner. Ja, ich habe nicht nur eine Nummer, ich habe einen Namen. Mein Name ist zum Beispiel 5. Und jetzt denk mal drüber nach. Mhm. Wir sind doch nicht bei Stranger Things, wir sind bei Normal Things. Zum Beispiel hier, Share Coke with Pepsi. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, an der man sich eine Cola kaufen konnte? Da konnte man auch vorher sagen, ich möchte eine Cola für meinen Freund Emil haben und dann Share Coke with Emil. Und alle fanden es total cool und witzig. Es war so neu. Da, bitteschön. Deswegen macht man sowas nicht. Das ist Philipp, wenn er wieder eine Map raussucht. Wir hatten letztens ein Video über Schule. Da hat er einfach eine Karte vom Zweiten Weltkrieg genommen von Deutschland. Wie passiert sowas? Bildung, meine Damen und Herren, Bildung. Ich bin auch dumm, ich hab's nicht gesehen. Weil ich blöd bin. You had one job, Schule. Das ist nicht meine Schuld, das ist Lehrerschuld. So, Asien. Meine Damen und Herren, bitteschön. Entschuldigung, das ist witzig, weil immer wenn man Milch auskippt, man soll es ja auf der langen Seite nach oben haben und dann kippt man es raus. Niemand macht es so und diese Verpackung hat sich gedacht, fuck it, ich mach das, wie ich will. Wenn du versuchst, es richtig zu machen, machst du es falsch. So, you had one job. Das ist, Ey, die Ohren am Arsch sind geil. Das ist Chupika. Ich mag ihn richtig gerne. Actually ist das, ob es fake ist oder nicht, Superior Design. Aber wer bist denn du? Nee, der sieht krass aus. Das ist so zweimal vom Wickeltisch so oft runtergefallen, glaube ich. So. Und die Fontanelle einmal so eingedrückt. Wie der Streamer, der so einen Headset-Abdruck in seinem Schädel hat. Ich sehe das manchmal bei Paul. Ich mache mir mittlerweile ein bisschen Sorgen, dass er sich einfach in seinen Schädel seinen Headset-Abdruck einprägniert. Für immer. Der Bibliothek! Servicepunkt. Fantastisch. Für alle Leute, die sich fragen, ob man eine 360 Vision als Mensch bekommen kann. Weil bei Pferden ist das ja auch so. Die haben quasi an der Seite ihres Kopfes die Augen, damit die sehr viel überblicken können. Da, bitteschön. Ja, es geht. Man muss nur einmal machen. Das ist, wenn der Pythagoras stolz auf dein Hirn wird, Alter. Okay, jetzt sind wir wirklich mal beim Thema. Ihr hattet wirklich nur einen Job. Der Typ da oben, da ist sogar noch der Kran. Ich hoffe, da sitzt ein Typ und weint. Das ist echt er hier. Hier, da ist er. You had one job? Schön. Wer hat denn eine Gabel auf einer Baustelle beim Lackieren da liegen? Sorry, ich habe gerade beim Asiaten mir was mitgenommen. Schön die 32 mit Reis. Und dann hat er die Gabel hingeschmissen oder was? Weil er mit Stäbchen isst. Weil er superior ist. Alle Leute, die Reis mit Stäbchen essen können, da muss man einmal applaudieren, Leute. Das können wir einfach nicht. Du und ich, wir sind zu schlecht dafür. You had one job? One job. Und dann halte ich mich da
oh, ich gehe mal die Treppe hoch oder geht es immer weiter runter? Das finde ich ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Der ärgert mich nicht. Den finde ich einfach nur funny. Es kommt drauf an, wie steil die Treppe noch ist oder wie lang die Treppe, wie hoch, wie weit, wie viele Treppenstufen muss ich gehen? Weil irgendwann hänge ich ja dann da so, komm, den können wir nicht mal festhalten. Und dann fahre ich einfach hin. Fuck. You had one. Und das Ü ist kein Ü. Es ist ein Ü. Jesus! Jesus war in der Rewe drin! Edeka Jesus hat gezaubert! Wein! Überall Wein! Was kommt das? Er bringt das Brot und teilt es mit den Armen da! Er dankt. Er dankt wieder. Macht ein bisschen Basketball spielen. Das macht mich glücklich. Das ist doch Photoshop, oder? Long? Yellow Things? Lange gelbe Dinge. Banane. Der Stadtaffe in mir hat die Banane erkannt. Peter Fox, wow! Das siehst du mal, one job. Es hat mich erst sauer gemacht, traurig, aber wir haben die Kurve bekommen zu. Ja! Okay, und die Katze sitzt einfach neben dem Tischfeuerwerk oder was? Was machen die? Passiert da noch was? Projekt Vanguard, der erste Satellit der USA, hatte eine ähnliche Flughöhe. 1,50 Meter. Und so sah der Start in etwa aus. Der Satellit ist oben rausgeploppt, ist ganz witzig. Die Rakete ist explodiert, der Satellit ist aber ist kaputt gegangen dabei natürlich, aber hat die ganze Zeit noch gepiept. Find's auch geil, er kommt extra noch zurück. Muschi, ich rette dich! Ah, nein, Alter! Ja, aber macht er ihren Antrag? Ich glaub's nicht. Und sie soll's filmen. Und hat sich einfach überlegt, ich bin ein Sand. Krümelchen. Ich bin der Sandsturm. Das ist stark. Meine Verantwortung sind in diesem Bild sinngemäß, wenn ihr mir die Analogie erlaubt, auf dieser Seite. Und ich schaue nicht dahin. Das ist krass. Das ist Security. Ich meine, die Ameise wird niemals einbrechen, die da langläuft. Nein. Der ist neu. Oh, die haben die Treppe falsch rumgebaut. Alter, aber es ist jetzt eine richtig geile Tony Hawk Map. Da kannst du runtergrinden, Alter. Das ist doch geil. Oh ja, ich schließe mal kurz die Tür ab. Da brauchst du so einen Um-die-Ecke-Schlüssel. Das haben nicht viele Leute. Aber es gibt das auch für Bohrmaschinen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das spätestens seit dieser Erfindung dieses Handgriffes auch für Türen gibt. Es brennt! Jo, Junge, kein Problem. Woo! Ich hoffe einfach, es brennt nicht bei euch. Wo ist denn Klein Jimmy? Klein Jimmy spielt auf der Rutsche. Und da kannst du auch zwei gleichzeitig, ne, respawnen lassen. So, oh, das ist wieder eine von den guten Rolltreppen. Die mochte meine Oma so gern, die sind gut für die Hüfte. Oh, das hat wehgetan. Oh, ui, jetzt habe ich mir meine Fondanella. Ich habe gleich so einen Abdruck von meiner Hand. Das ist krass, das ist Berlin. Give Cyclist Space, mach Platz für die Fahrradfahrer. Und dieses Schild steht auf dem Fahrradweg. Und da vorne ist noch ein Auto. Coca-Cola, Espuma. Ist es dieses Imposter-Syndrom? Ist hier einer Sass? Cringe. Woo! Alter, da geht's weiter runter. Das ist die Treppe mit dem Händel. Und wenn man den nicht mehr hat, dann kann man direkt auf die Toilette springen. Ich lieb ihn. Endlich mal jemand mit Reaction. Why do you do this? Ich meine, das musst du ja wollen. Ich finde alles davon schlimm, schon wie das hier eingelassen wurde. Aber dass man das da nicht richtig dreht, das ist, weil man einen schlechten Tag hatte, oder? Einfach einen Scheißtag. Alter, no smoking. So sieht das aus, wenn einer raucht, Alter, weil er in dem Teer seiner Lunge badet, gefühlt. Also entweder war da jemand sehr thirsty oder der dritte Platz ist falsch geschrieben. Superman. So muss der Snyder Cut entstanden sein. So muss ich das angefühlt haben. Oh, die Verlängerung von der Rutsche vom Dach. Direkt rein ins Kackerloch. Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich diese Witze noch machen. Ich glaube, hat einer von euch Kinder? Muss man in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wir sind auch eine junge Zielgruppe hier. Aber würdet ihr das nicht auch lustig finden? Habt ihr manchmal so diese intrusive Thoughts, dass ihr euch denkt, so, Yoshi, ich setze dich auf diese Rutsche und ich gehe zur Seite und ich guck mal, was passiert. Also mit meinen Katzen habe ich dieses Gefühl. Ich würde es nie machen, keine Sorge. Aber ey, wirklich, wenn das dein Locker ist in der Schule, du bist im Arsch. Aber wenigstens ist es warm. Der Lein. Warum sind alle richtig rum? Die 3 ist, das ist eigentlich die 5. Und da ist die 3. Der Knopf von der 5 ist bestimmt abgefallen. Dann haben die das rausgepubelt und rum reingesteckt. Was? Do not stick! Was steht hinter, Mann? Da steht doch do not...
Und dann immer, oh ja, oh, was steht denn auf der Seite? Nicht stapeln. Was steht denn da? Nicht stapeln, das ist ja witzig. Dann dreh ich es um 90 Grad, weil dann kannst du ja weiter stapeln. Ah! Das... Auf gar keinen Fall. Oh, das ist krass. Da habe ich mal meinen Kitchen Planner bei Ikea rausgeholt, der Kitchen Planner. Das ist so cool. Das ist immer ein Gesprächsthema. Leute, Security ist wichtig, deswegen so. Und du kannst jetzt mal ganz sicher nachschauen, wo Ursula ist, in den Kommentaren. Hat bestimmt jemand mal gefragt. Und dann antwortest du mit, was soll das eigentlich? Was ist Ursula? Und es machen 3, 4, 5 Leute von euch und dann sind alle anderen verwirrt. Dafür kriegt ihr noch ein extra Meme. Ab! Aber es geht da unten. DN finde ich viel lustiger. LOL! Jetzt aber, hier, gibt's ein neues Video, schau es dir an. Hat Spaß gemacht heute, oder? War eine gute Folge. War eine sehr gute Folge. Ich würde sie liken, weil ich mich liebe.